Wir reden heute darüber, warum deine Fotos manchmal nicht so richtig scharf sind, wie du rausfindest, woran es liegt und vor allem am allerwichtigsten, was du dagegen tun kannst. Eins der größten Probleme in der gesamten Fotografie, auf der technischen Seite zumindest, das lösen wir heute. Ah ja, und die da, eine von vier, eins, zwei, drei, vier Taschen und Rucksäcken, die wir zu verschenken haben, gibt's heute. Vielleicht ist es deine. Viel Glück. Wir feiern übrigens gerade 7 Jahre Shootcamp. Zur Feier, weil so viele von euch gefragt haben, wo denn diese Kappe her ist. Das ist eine Shootcamp Limited Edition, die gab es mal, 100 Stück davon. Gerne in den Kommentaren Bescheid sagen, vielleicht gibt es die bald nochmal. Mal schauen. Das hier sind die häufigsten Gründe, warum deine Fotos unscharf werden oder nicht wirklich scharf werden. Zu 99,9% solltest du in diesem Video die Lösung für dich finden. Also die Lösung für alles. Und die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das ist jetzt gefährlich, da könnten wir sehr weit abbiegen und dann rede ich wieder zu viel. Und habe ich erzählt, dass ich zu viel rede? Lass mal meine Frau fragen, die könnte Geschichten erzählen. Okay, sorry. Falsches Thema. Scharfe Fotos. Wie geht das? Warum wird's nichts? Woran liegt's? Und wie findest du die Lösung dafür? Also bevor wir uns um die technischen und Einstellungsgründe für unscharfe Fotos kümmern und wie du das wegkriegen kannst, mal die banalsten und leider Gottes offensichtlichsten Probleme. Zum einen schmutziges Objektiv. Ja, tatsächlich ist das sehr, sehr oft einfach ein Fettfleck auf dem Objektiv oder etwas, das man übersehen hat. Deswegen habe ich immer, falsche Seite, bin toll organisiert, ein Putztuch dabei. An dieser Stelle übrigens Shootcamp-Putztuch. Haben wir mal probeweise gemacht, vielleicht bald in größerer Auflage. Und der zweite Grund gleich hinten dran, schlechtes Objektiv. So komisch das jetzt klingt, aber tatsächlich ist manchmal einfach die Objektivqualität der Grund dafür, warum dir deine Fotos nicht wirklich scharf vorkommen. Wie findest du raus, ob dein Objektiv einfach zu schlecht ist? Ganz einfach die nächsten Punkte, die wir hier besprechen, der Reihe nach durchprobieren. Wenn gar nichts davon hilft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es einfach an der Objektivqualität liegt. Aber zuerst versuchen wir, das Problem mal an der Wurzel zu packen und zu lösen. Der erste Punkt, den wir checken sollten, checken? Wer sagt denn checken? Der erste Punkt, den du überprüfen solltest, ist deine Verschlusszeit in der Kamera. Möglicherweise ist einfach nur die Verschlusszeit zu lang und dadurch das Foto nicht wirklich scharf. Wie findest du raus, ob es an der Verschlusszeit liegt? Ganz einfach, indem dein Foto nirgends wirklich scharf ist. Wenn du überall suchst, in der Bearbeitungssoftware durchschaust und es ist an keiner Stelle scharf, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es an der Verschlusszeit liegt. Denn wenn es andere Gründe hätte, dann müsste irgendwo in deinem Foto ein scharfer Punkt zu finden sein. Außerdem kannst du in den Metadaten deines Fotos nachsehen, ob die Verschlusszeit vielleicht einfach nicht zu deiner Brennweite passt. Dafür gibt es eine einfache Faustregel. Wenn du zum Beispiel mit 100 mm Objektiv fotografierst, dann sollte deine Verschlusszeit nicht länger als ein 1/100 sein. Das ist wie gesagt eine Faustregel, eine sehr grobe. Ich versuche meistens die Verschlusszeit trotzdem noch kürzer zu halten. Das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, wie gut deine Kamerahaltung ist und wie ruhig du die Kamera halten kannst. Und zum Thema Kamerahaltung, wir haben deswegen im Shootcamp ein eigenes Kamerasutra gemacht. Also wie du deine Kamera richtig halten solltest, damit sie wirklich stabil ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum Fotografen manchmal so blöd ausschauen beim Fotografieren. Nicht, weil sie so gern posen, sondern damit die Haltung möglichst stabil ist. Der zweite Punkt, auf den du achten solltest, ist die Blende, die du eingestellt hast. Nicht jedes Objektiv ist bei der größtmöglichen Blende auch wirklich gestochen scharf. Also wenn dein Objektiv angeschrieben ist mit größtmöglicher Blende 1.2 oder 1.8 oder 3.5, was auch immer da draufsteht, möglicherweise ist es bei der größtmöglichen Blende ein bisschen weich und zeichnet nicht richtig scharf. Das trifft insbesondere auf günstigere Objektive zu oder auf Kit-Objektive. Wenn du die an der weitestmöglichen Öffnung verwendest, sind die manchmal ein bisschen weich. Einfach austesten, indem du dasselbe Foto nochmal machst und die Blende um zum Beispiel 2/3 nochmal schließt, also statt 3.5 zum Beispiel 4 verwendest. Wenn du dann einen Schärfeunterschied erkennst, dann weißt du, dein Objektiv kannst du einfach nicht zu 100% öffnen.
Beziehungsweise kannst du schon, du nimmst in Kauf, dass es ein bisschen weicher wird. Gelöst. Ah, viel Spaß beim Schneiden. Bin heute einfach nicht ausgeschlafen. Er ist 10 Monate alt und er raubt mir den Schlaf. Jede Nacht. Jede Nacht. Der nächste Punkt, warum deine Fotos möglicherweise nicht 100% scharf sind, verwendest du mehrere Fokuspunkte, also Fokuspunkt-Automatik-Auswahl in deiner Kamera. Das heißt in jeder Kamera wieder anders. Wenn du mehrere Fokuspunkte in der Kamera durch deinen Sucher siehst, bedeutet das, dass eigentlich deine Kamera in einer Art Automatikmodus selbst entscheiden darf, wo genau dein Foto scharf sein soll. Du versuchst vielleicht aufs Auge zu fokussieren, da sind aber dann mehrere Fokuspunkte und die Kamera entscheidet sich zufällig für die Nase, das Ohr oder die Stirn oder irgendeinen anderen Punkt und du hast nicht 100% Kontrolle darüber, wo dein Foto scharf sein soll. Das ist der Grund, warum ich eigentlich nur mit einem einzigen Fokuspunkt arbeite und immer versuche, genau so punktgenau wie möglich den Fokuspunkt zu setzen. Wie so oft in der Fotografie, nur nicht allzu viel der Kameraautomatik überlassen. Am besten alles schön handgemacht. Selber machen. Sollten deine Fotos nicht gar nicht scharf sein, sondern immer nur an der falschen Stelle, ein bisschen weiter dahinter oder ein bisschen weiter davor, dann hat möglicherweise dein Objektiv oder deine Kamera einen sogenannten Front- oder Backfokus. Das kannst du ganz leicht selber korrigieren. In den meisten Kameras gibt es eine Einstellung, die heißt Fokuskorrektur zum Beispiel. Du musst an dieser Stelle leider dein Benutzerhandbuch in die Hand nehmen. Ich weiß das nicht für alle Kameras auf der Welt. Und dann brauchst du nichts weiter als zum Beispiel ein Lineal. Ich habe da ein kleines Lineal vorbereitet. Es reicht auch ein kleineres Lineal, ich habe nur kein anderes. Das einfach zum Beispiel auf dem Tisch auflegen, Kamera auf Stativ zum Beispiel auf diese Seite und einen dieser Punkte exakt fokussieren und fotografieren. Wenn dann dein Fokus etwas dahinter ist, nicht dort, wo du eingestellt hast, sondern ein bisschen weiter dahinter, hast du Backfokus, wenn es davor ist, ein Frontfokus, kannst du in der Kamera ganz leicht korrigieren, für jedes einzelne Objektiv normalerweise einstellen und die Sache sollte eigentlich erledigt sein. Das sind jetzt mal die häufigsten und meistgesehenen Gründe. Wie gesagt, über 99% aller Fälle von unscharfen Fotos sollten sich damit lösen lassen. Nicht vergessen an dieser Stelle aber, 100%ige Schärfe ist nicht immer unser Ziel oder unser wichtigstes Ziel. Klar, Werbefotografie, Businessporträts, es gibt schon so Anwendungen, da ist 100% Schärfe natürlich wichtig, aber in 90% aller Fälle ist es künstlerische Freiheit oder einen Moment aufnehmen. Es geht vielmehr um Stimmung, Ausdruck und Moment als um technisch 100% gestochen scharfe Fotos. Immer Ausdruck und Stimmung und Moment vor die technische Schärfe stellen. Wir sind Momentesammler und Geschichtenerzähler mit manchmal einem leichten Hang zur Technikverliebtheit und Taschenverliebtheit. Apropos Taschenverliebtheit, lieber Maximilian Nowak, vielen Dank für deinen Kommentar unter dem letzten Video. Diese Slingbag mit dem herrlichen Verschluss. Ich liebe diesen Verschluss. Habe ich das schon gesagt, dass ich... Wie kann man sowas Geniales machen? Ich hätte es gern überall. Gürtelschnalle, Autotür. Ich hätte es gern überall. Warum ist nicht jeder Verschluss auf der Welt? Egal. Viel Spaß mit dieser kleinen Slingbag. Maximilian Nowak, danke für den Kommentar. Das heißt, wir haben jetzt noch übrig den großen Bruder dieser Slingbag. Große Slingbag. Und die Mutter aller Fotorucksäcke. Compagnon Element. In einem der nächsten Videos. Nicht vergessen, jeder Kommentar zählt und nimmt an der Verlosung teil. Und wir sehen uns im nächsten Video. Hoffe ich jedenfalls, wenn du die Glocke aktiviert hast, weil sonst wahrscheinlich nicht. So ist YouTube halt. Kann nichts machen. Bis bald. Vielleicht sollte man nicht einfach nur sagen, Glocke aktivieren, sondern sowas wie: Willst du mehr Infos und Amüsement? Dann drück die Glocke beim Abonnement. Hast du auf mehr von dem hier Bock? Hey, dann drück beim Abonnieren die Glocke.